Einen wunderschönen, da bin ich auch schon wieder, euer Odin, und ich begrüße euch zu einem neuen Odinwar Shoppen. Lange her, dass ein Odinwar Shoppen kam, glaube ich. Ich habe auch jetzt nicht allzu viel. Nur so ein paar Kleinigkeiten, aber die mussten halt sein. Ich habe einmal, den kann ich euch jetzt nicht zeigen, den hat die Kleine schon oben, so einen Schwimmgürtel gekauft. Den gibt es in Blau, Quatsch, in Gelb, Grün und Rosa. Da hatte ich auch richtig Glück. Der ist 35%, habe ich Rabatt gehabt, dadurch. Ist immer noch. Ich habe bezahlt 10,96 € und ursprünglicher Preis ist 16,95 €. Habe ich am Samstag, den 23. Juli, bestellt. So. Na, so. Und da könnt ihr nochmal sehen und den Preis. Und zuletzt gekauft am 19. Juli. Sieht man da was? Nee, gut. Also wirklich gekauft. So, dann. Das kam auch heute. Das habe ich auch zu dem Zeitpunkt bestellt, weil da war Rabatt. Da habe ich, muss ich mal gucken, wartet, bevor ich euch so. Das müsste das sein. Und da, ja, da habe ich die Hälfte bezahlt, aber jetzt kostet es wieder einen normalen Preis. Also 12,99 € ist der normale Preis. Ich habe bezahlt 4 Infos sehen. Diesen Artikel empfehlen. Nochmal kaufen. Bestellinformation, Bestelldetails anzeigen. Ich habe bezahlt. Hä? Wieso steht denn hier 12? Ich habe doch 6 bezahlt. Ach, hier unten. Also der Rabatt kommt ja erst unten immer dazu. 12,50 €, 6 €. Aber da kann ich euch nicht zeigen, weil da sieht man die Adresse. 6,49 € habe ich bezahlt. Aber der Rabatt ist jetzt leider nicht mehr. Hat doch nur 3 Sterne. Ich bin mal gespannt. Sieht doch ziemlich dünn aus. Aber ich habe noch keinen Wallknut zum Anhängen gehabt. Und da habe ich gedacht, na, da kann. Oh, sieht gut aus. Werden wir mal auspacken. So. Ohne schöne dicke Kette mit bei. Stain Steel. Zeige euch noch mal. Also es wirkt wirklich dünn. Also ich habe gedacht, das wäre ein bisschen dicker. Sieht dann halt so aus. Mit der Midgard-Schlange außenrum und dann eine runde Kette. Gucken wir mal, wie lang die ist. Weil das war in der Beschreibung nicht richtig ersichtbar, wie lang die ist. Ja, ist nicht ganz so lang. Dann mal die Fernbedienung. Mal ranzoomen. Ja. Sieht doch ganz gut aus. Ist auch nicht so schwer. Wallknut habe ich noch nicht. Den habe ich als Ring und so. Aber als Anhänger hatte ich ihn noch nicht. Und bei die Hälfte reduziert. Na, wollte ich eigentlich nicht ausgeben, Geld, aber
die Hälfte reduziert. Mensch, da habe ich gedacht, ne Scheiße, greifst du doch nochmal zu. Holst du doch noch was, was nicht auf der Liste stand. So, dann habe ich heute bei Lidl, war das heute? Oh, das nervt mit dem Köder da draußen. Hab ich Schwimmschuhe für die Kleine geholt. In zwei Größen, weil wir nicht, die hat man nicht mit bei, die Kleine. Welche Größe passt? Die sie jetzt hat, passt gut. Aber dauert nicht lange, da ist er da rausgewachsen. Und die hatten sie für 3 Euro bei Lidl, 3 Euro noch was. Dann habe ich gleich halt jetzt die HEB jetzt auch auf. Die sind dann für nächstes Jahr. Und wenn nicht, ich lasse die Zettel dran, kann man immer noch umtauschen. Und wenn wir dann im Winter wieder in eine Therme gehen, weil wir gehen ja zum Geburtstag, gehen wir ja immer in eine Therme. Von der Kleen, von meinem. Da hatte die Geburtstagskind hat immer freien Eintritt. Und es ist irgendwie so ein Ritual geworden über die Jahre, wenn Josie Geburtstag hat, dass wir dann in eine Therme gehen und danach bestellen wir uns was Schönes zu essen oder gehen essen. Je nachdem, wie Josie Lust hat. Oder wenn ich Geburtstag habe. Und mit den Gummilatschen läuft sich das immer ein bisschen doof. Deswegen habe ich mir auch, weil die haben genauso viel gekostet, habe ich auch noch Schwimmschuhe für mich geholt. Schwarze, ist zwar jetzt so ein bisschen wie ein Zeh hier ausgeschnitten. Ja, so. Oben hier so ein bisschen rillig. Ja. Aber schwarz, die kann ich rutschen. Und die kann ich auch am See nutzen. Oder so, wenn wir baden sind. Brauchen wir nicht. Brauche ich nicht Angst haben, dass ich mir die Füße aufschneide. So. Und dann habe ich noch dieses hier geholt. Das habe ich geholt fürs Auto, wenn wir wegfahren. Ihr wisst ja, ich habe ja diese grauen Kühltaschen. Davon habe ich ja mehrere. Ich habe mit dem grauen Zeug innen drin, wie der hier hat, habe ich zwei sehr gute. Und die anderen haben so ein silbernes Zeug innen drin. Ist ein bisschen locker. Die sind auch gut, aber halt nicht so gut wie das. Aber die nehmen hinten immer so viel Platz weg. Und wenn wir bei der Hitze jetzt weitere Strecken fahren oder auch wenn wir dann zum Einkaufen nach Polen fahren oder so, dann nehmen wir ja mal Wasser mit zum Trinken und ein paar Stullen und ja, für die Kinder halt so ein bisschen Obst und so. Und das ist dann halt immer eine Kühltasche und die Großen, sie sind so fett, die nehmen so viel Platz weg zwischen der Großen und dem Kindersitz von der Kleinen. Das ist dann da hinten immer so ungemütlich. Und weil wir ja auch in den Wildpark wieder wollen und so, da habe ich gedacht, ja, wir nehmen denn ja sowieso Rucksack mit, aber wäre ja gut, wenn wir einen Kühlrucksack hätten. Kann man einen Kühlakku drin machen oder zwei. Und dann bleiben die Sachen da länger drin kühl. Hier kannst du auch 1,5 Liter Pullen drinstellen. Bis nach oben. So, der hat hier so einen schönen breiten Eingang. So, hier. Und kann man hier vorne was reinmachen. Und hier kann man was reinmachen. Das ist dann halt Normalstoff. Und hier eine Seite und hier eine Seite auf. Und hier oben hat man auch nochmal was man reinmachen kann. Kann man ein Portemonnaie oder Papier drin machen oder was weiß ich. Und hier oben hat man dann schön viel Platz. Da passen ein paar Flaschen rein oder ja, zwei Flaschen und dann halt unten auf einer Seite das Essen hochgestapelt. Hat auch einen schönen Gurt. Also Tragegurt links, rechts, ist auch ein bisschen gepolstert und auch mit diesem Stoff, mit den Löchern, dass er ein bisschen atmen kann, der geht hier vorne auch zu. Ja. Und hinten ist auch nochmal der Rücken gepolstert. Ja. Und der passt, den können wir dann halt nehmen, wenn wir nach Polen fahren, weil der... So, wartet mal, ich mach das mal komplett auf. Ja. Den kann man dann zwischen die Sitze stellen, der nimmt dann nicht so viel Platz weg.
Und die Kinder können dann halt ein bisschen Spielzeug hier drin machen. Und wenn wir baden fahren oder was weiß ich, so ein kleiner Rucksack nimmt auch nicht so viel Platz weg. Oder wenn wir, wenn wir im Wildpark gehen oder so, eine Tasche mit normalem Zeug. Und hier kann man dann halt die Kühe drin machen, wenn es sehr warm ist. Da habe ich gedacht, da kann man nichts verkehrt machen. Ich habe bezahlt, war auch im Angebot, muss ich dazu sagen. Ich muss mal gucken, vielleicht habt ihr ja Glück und das Angebot gilt noch. Der kostet jetzt 32,99. 6 Euro geschenkt, Amazon-Konto aufladen. Ja, ja, wenn man Amazon-Konto auflädt. Aber so viel habe ich nicht bezahlt. Bestelldetails anzeigen. Kann es euch leider nicht zeigen, weil da steht oben drüber meine Adresse. So. Und ich kann nicht so weit hoch machen, dass man es nicht sieht. Ich habe bezahlt. Da war ein 10% Gutschein mit bei und der war runtergesetzt. Und zusätzlich ein 10% Gutschein war auch noch. Oder 15%? Weiß ich jetzt gar nicht mehr. Gutschein eingelöst. Ja. Gutschein eingelöst. Also Endresultat, nachdem zwei Gutscheine eingelöst wurden. Also wie gesagt, der Rabatt, der jetzt ist, war, und dann halt noch die Prozentzahl, wo ich nicht mehr weiß. 13,19 Euro. Und für den Preis kann man nicht meckern. 13,19 Euro. Und wir haben einen Kühlrucksack. Also kann man echt nicht meckern. So. Und dann muss ich ehrlich sagen, wartet schon eigentlich. Mehr habe ich nicht ausgegeben. Nee, doch, nee, falsch, Entschuldigung. Ich habe noch was gekauft, das kann ich euch aber jetzt momentan, ich weiß nicht, ob ich schaffe, ob das schafft, rechtzeitig hier zu sein, bevor ich mit der Bearbeitung des Videos morgen anfange. Weil eigentlich soll das im September kommen. Aber... Nachrichten. So, aber... Wo ist es denn da? Die haben mir geschrieben, dass das jetzt wohl schon beim Zoll war. So, da habe ich einmal bei Alibaba. Diesen Saurier bestellt. Der Dimetrodon oder wie der hieß. Für 3,62. Habe ich... Nee. Ich habe 4 Euro habe ich bezahlt. Jetzt kostet er 3,62. Ich habe 4 Euro bezahlt. Zwischensumme 4 Euro. Einmal 4 Euro, genau. Und gratis Versand. Und dann habe ich noch einen Plesio geholt. Der hat insgesamt, also ohne Versand, Versand war gratis, 4,83 Euro gekostet. Ich versuche den gerade mal aufzumachen für euch. Nee, Quatsch. Gesamtsumme. Achso, das ist die Gesamtsumme. Der hat 1,96 Euro gekostet und 3 Euro noch was Versand, 3 Euro Versand oder so, oder? Warte mal, ich versuche mal das aufzumachen. Nee, 1,96 Euro hat der gekostet und Versand waren 2,87 Euro. Bin ich bei einer Gesamtsumme beim Plesio von 4,83 Euro. Aber den habe ich halt hier nirgendwo gekriegt, so. Da, das sind halt die Beeren, die sie sich ja gewünscht hat. Ich gucke nochmal bei dem Dimetrodon. Und die sollten eigentlich jetzt erst im September kommen. Steht das hier auch irgendwo? Am 13. Juli habe ich es bestellt. Um 2 Uhr noch was in der Nacht. Oder tags. Hier steht irgendwas von 2.33 Uhr. Oder haben sie da bestellt? Angenommen? Keine Ahnung. Kein, nee, genau. No. Der Dimetrodon hat genau 4 Euro gekostet und kein Versand. Ja.
Und Lieferdatum ist der, kann ich euch jetzt leider nicht zeigen, weil man oben meine Adresse, unten steht meine Adresse, ist halt ein bisschen doof, ist eigentlich der 12. September 2022. Nur habe ich aber heute schon eine Nachricht gekriegt, dass das irgendwie, wo ist denn die Nachricht? Ich finde die nicht mehr. Kann ich hier nicht mehr sehen. Warum das nicht? Kann ich nicht. Schade, ich kann es euch leider nicht mehr zeigen. Aber ich habe da eine Nachricht gehabt innerhalb von Alibaba oder AliExpress, dass das beim Zoll verarbeitet wurde, also bei unserem Zoll schon. Und so wie das aussieht, könnte, also die Post hat auch schon, oder DHL, wenn ich da die Sendungsnummer eingebe, steht auch schon da, wurde elektronisch angekündigt. Also könnte das rein theoretisch in den nächsten 2 Tagen hier sein. Rein theoretisch. Das ist sehr erfreulich. Die letzten Bensaurier, die ich über AliExpress bestellt habe, da habe ich ja die kompletten 2 Monate warten müssen. So ja noch über der Zeit. Die sollten irgendwie um den 14. rumkommen und die waren dann halt am 28. Der eine am 28. und der andere wiederum am 3. oder so. Also viel länger als die geplante Zeit unterwegs. Und diesmal halt was schneller. Ist ein positives Beispiel, dass es auch schneller geht. Ist das schon, freut mich. Ja. Jetzt, das war aber auch jetzt. Das nächste, was jetzt kommt, ist halt, das werde ich aber auch nicht zeigen. Ist ein Badeanzug für die Große. Die brauchen einen neuen Badeanzug. Ja, der Schlafsack, den ich für die Große holen will, für ihr Camp, den werde ich euch noch zeigen können. Logischerweise. Und ich spare auch gerade noch ein bisschen, weil ich ja noch was im PC reinbauen will. Da werdet ihr dann später noch ein Video sehen. Das ist nicht so leicht. Das kommt dann später. Also ich denke mal, heute ist der 21. Naja, also wenn dann erst nächsten Monat. Ich denke mal nächsten Monat. Nächsten Monat werde ich dann nochmal ein Video machen, dann wisst ihr dann mehr. Ja, das war's. Also nur Kleinkram, mehr nicht. Alles eigentlich wichtig. Die Schuhe, der Schwimmreif. Weil sie hat jetzt so welche zum Aufpumpen gehabt und da ist der eine halt, hier die Luft halt immer runter auf der Innenseite. Und da habe ich gedacht, wir wollten erst eine Weste holen. Und da hat Frauchen auch gesagt, na, das ist ein bisschen unbequem, was ich ja vorher auch schon gesagt hatte. Und dann habe ich das Ding gesehen. Und der Preis war super, hat auch sehr viele positive Bewertungen. Und ich gedacht, naja, warum nicht? Nimmst du das, testest du. Und wenn es doof ist, kannst du ja sagen, hier, schicke ich zurück und sage, hey, läuft nicht. Ich will Geld zurück und dann holen wir doch eine Weste oder so. Mal gucken. Kann ich euch dann berichten, nachdem wir es benutzt haben. Morgen wollten wir eigentlich auch schwimmen gehen, aber hat angefangen zu regnen. Jetzt ist kein Regen mehr, aber immer noch heiß. Wir haben hier über 30 Grad in der Bude. Aber draußen ist es halt nicht so heiß. Ich habe auch schon, also ich kann aber jetzt hier nicht aufmachen mit Lüften, sonst ist es zu laut. Ja. Dann würde ich sagen, das war's jetzt auch, sonst verquatsche ich mich wieder. Wenn ihr noch Fragen habt, in die Kommentare posten. Wir sehen uns beim nächsten Mal. Bis dahin, Ahoi. Sagt euer Odin.